Mit den zuletzt 300.000 pro Jahr ins Land eindringenden illegalen Migranten kommt zu einem gewissen Anteil, wie zuletzt in Mannheim zu sehen, immer auch eine Gruppe von Gewalttätern ins Land. Die Kriminalstatistik im Kontext von Zuwanderung zeigt explodierende Zahlen bei schwerer Körperverletzung, Vergewaltigungen, zehntausende Messerattacken. Hinzu kommt, wie wir jüngst wieder erfahren mussten, die Gewaltkriminalität von Islamisten. Maßnahmen wie die jetzt auch in der Kanzlerpartei diskutierte Abschiebung von Straftätern hätten den Ersttäter von Mannheim gerade nicht aufgehalten. Was man verhindern kann, ist das Offenstehenlassen unserer Grenzen, das Hereinlassen von illegalen Migranten über die Grenze. Daher plant die Bundesregierung, den Schutz der Bevölkerung auch weiterhin hintanzustellen, indem sie ohne jede Not weiterhin die Grenzen offen stehen lässt für alle und jeden, womit jedes Jahr auch eine erkleckliche Zahl an Straftätern nach Deutschland gelangt, wie der Mörder von Mannheim. Ich will Ihnen mal sagen, das Entscheidende ist, dass wir in der Tat dafür sorgen, dass die irreguläre Zuwanderung nach Europa und nach Deutschland deutlich begrenzt und eingeschränkt wird. Wir haben hier, Sie haben hier im Deutschen Bundestag Beschlüsse gefasst, Gesetze verabschiedet, zum Beispiel zur Verbesserung der Rückführungen. Ja, das tolle Rückführungsverbesserungsgesetz hat ja nach eigener Darstellung im Gesetz sorgt es für Rückführung von 600 Personen pro Jahr bei 300.000, die hereinkommen. Das Phänomen dieser importierten Gewalt, wie in Mannheim, ist ja das größte Problemfeld in der inneren Sicherheit, was man sofort abstellen könnte, da keiner der illegalen Migranten, die nach Deutschland kommen, direkt auf der Flucht ist, auch schon nicht von der Türkei nach Griechenland. Ist die Bundesregierung also gewillt, der Sicherheit unserer Bürger die höchste Priorität einzuräumen und den ja mit diesen Migrationsbewegungen anteilig einhergehenden Gewaltimport zu beenden, effektiv zu beenden? Aber ich habe versucht zu schildern, dass die Bundesregierung sehr weitreichende Maßnahmen getroffen hat und weiterhin trifft, wie Sie mitbekommen haben werden. Hat die Bundesinnenministerin jüngst die Verlängerung der sogenannten Binnengrenzkontrollen zu 4 unserer Nachbarstaaten, also Polen, Tschechien, Österreich und die Schweiz, angeordnet. Sie haben gerade das Thema Binnengrenzkontrollen angesprochen. Diese Binnenkontrollen innerhalb der Europäischen Union an der deutschen Grenze finden hier aber auf deutschem Territorium statt und nicht direkt an der Grenze. Das heißt, wenn einer drüber kommt und dann hier in Deutschland Asyl sagt, dann ist er im Land und bleibt erstmal langfristig im Land. Und wir wissen ja, dass beispielsweise der Attentäter von Ansbach, der Attentäter vom Breitscheidplatz, der Attentäter jetzt von Mannheim, dass die alle nach Deutschland gekommen sind, hier gesagt haben Asyl und dann dauerhaft hier bleiben konnten. Wann machen wir endlich mal richtige Grenzkontrollen an der Grenze und filtern an der Grenze schon Extremisten und Gewalttäter raus? Dass wir ein europäisches Rechtssystem haben. Der Europäische Gerichtshof hat zu der Frage von vorgelagerten Binnengrenzkontrollen auch aus meiner Sicht bedauerlicherweise eine Entscheidung getroffen im Fall im Verhältnis von Frankreich zu Italien. Das heißt, die Antwort ist, wenn man das machen möchte, und das tun wir im Falle auch eines der Nachbarstaaten, dann sind gemeinsame Grenzkontrollen auf dem Gebiet des anderen Staates durchzuführen.